Willkommen bei First Class Sailing in Campastilla. Willkommen auf der Sun Odyssey 519 Alea. Bevor Sie an Bord gehen, bitten wir Sie kurz im Stegbüro vorbeizuschauen, um weitere Anweisungen für das Check-in zu erhalten. Im Stegbüro werden die Formalitäten erledigt. Sie müssen den Chartervertrag unterschreiben und zusätzlichen Extras bezahlen. Des Weiteren wird Ihnen diese Checkliste ausgehändigt. Sie ist vierseitig und wir können uns diese gerne mal angucken. Auf der ersten Seite haben wir nützliche Informationen, technische Daten zum Schiff. Des Weiteren können wir hier die Einfüllstutzen für Wasser und Diesel sehen. Diesel ist voll und muss auch voll zurückgegeben werden. Daher ist es notwendig, dass Sie bei Rückkehr in den Hafen vor dem Auscheck kurz an der Tankstelle anhalten, damit wir den Diesel wieder voll tanken können. Falls es während des Turns Probleme oder Fragen gibt, können Sie uns jederzeit in unserem Office erreichen. Bei technischen Problemen steht auch ein WhatsApp-Service zur Verfügung. Dort können Sie dann auch Fotos, Sprachnachrichten, Videos etc. versenden. Des Weiteren haben wir hier Telefonnummern für den Notfall. Und bedenken Sie bitte immer, Checkout ist um 17 Uhr. Das Schiff muss spätestens um diese Uhrzeit zurück im Hafen sein, damit wir den Auscheck machen können, das Schiff abgetaucht wird und Sie können dann natürlich noch eine Nacht an Bord übernachten. Auf der zweiten Seite der Checkliste haben wir unseren Ventilplan bzw. Fotos der einzelnen technischen Geräte. Dies ist zusätzlich zu diesem Video sehr hilfreich, da alles im Detail beschrieben ist und man auch sehen kann, wo sich jeweils alles befindet. Auf der dritten Seite der Checkliste finden Sie Ausrüstung in. Diese befindet sich hauptsächlich in einer der Kabinen und in dem Kartentisch. Auf der vierten Seite haben wir die Ausrüstung außen. Diese befindet sich hauptsächlich in den Bugskisten und an Deck. Bitte checken Sie alles jeweils durch, da wir beim Auscheck auch nochmal alle Ausrüstungsgegenstände kontrollieren werden. Die Schalltafel. Die Schalltafel befindet sich auf der Backbordseite direkt am Kartentisch. Die Schalltafel ist unterteilt in die Landstromseite auf dieser Seite und dann haben wir die 12-Volt-Seite. Auf der Landstromseite haben wir hier oben einmal die Anzeige. Dort können wir immer sehen, ob wir Landstrom haben oder nicht. Zusätzlich dazu gibt es hier unten auch noch eine LED. Man sollte also immer, wenn man in den Hafen gekommen ist und das Kabel reingesteckt hat, einmal kontrollieren, ob man auch wirklich Landstrom hat. Dann haben wir hier den Warmwasserboiler. Den kann man eigentlich immer auslassen, dadurch, dass man über die Maschine auch warmes Wasser generiert. Wenn man längere Zeit mal im Hafen ist, kann man diesen dazuschalten. Wenn man ihn nicht braucht, bitte ausmachen. Dann haben wir das Batterieladegerät. Das bitte immer auf On stehen lassen und dann haben wir die ganzen Steckdosen, diese kann man bitte auch immer auf On stehen lassen. Auf der 12-Volt-Seite haben wir verschiedene Schalter, diese können wir uns gerne einmal angucken. Da haben wir einmal hier Cabin Lights, das ist die Hauptsicherung für die Kabinenbeleuchtung, die können wir immer auf On stehen lassen. Dann haben wir hier eine 12-Volt-Steckdose, auch mit entsprechend USB-Steckdosen zum Laden vom Smartphone. Dann haben wir hier den Kühlschrank. Zusätzlich an Bord haben wir auch noch einen Freezer, also einen Gefrierschrank, den können wir auch mal anmachen. Dann haben wir ja Water Pump, das ist die Frischwasserpumpe, diese können wir auch immer auf On stehen lassen. Dann haben wir hier die Bilgepumpe, diese können wir auf On stellen oder halt empfehlenswert auf Auto. Dann sollte sich Wasser in der Bilge sammeln, wird das automatisch rausgepumpt. Bei Nacht besser ausmachen. Dann haben wir hier Instruments, das sind die Instrumente. Dann haben wir das Deckslicht, dann haben wir hier das Ankerlicht und hier haben wir einen Kombischalter. Unter Segel haben wir nur die Positionsleuchten bei Nacht. Und unter Motor dann die Positionsleuchten zusammen mit dem Dampferlicht. Dann hier haben wir auch noch eine kleine Anzeige, wo wir uns zum Beispiel die Batteriespannung angucken können. Da haben wir jetzt zum Beispiel Domestic, das ist die Servicebatterie. Da sollte man immer gucken, dass wir nicht unter 12 Volt fallen. Engine, Starterbatterie, Auxiliary, das ist die Batterie vom Buchstallruder. Dann haben wir hier die Tanks, Wassertanks 1 und 2. Können wir durchschalten. Und dann haben wir hier Diesel. Der müsste auch so gut wie voll sein. Korrekt. Die elektrischen Sicherungen. Hinter der Schalltafel befinden sich elektrische Sicherungen. Da muss man hier einmal diese zwei Schlösser aufmachen und dann hier einfach einmal diese ganze Tafel runterklappen. Und hier hinten sehen wir die Automatiksicherung. Sollte also mal an Bord irgendein elektrisches Gerät nicht funktionieren, hier bitte einmal durchprüfen, einfach draufdrücken und gucken, ob möglicherweise eine dieser Sicherungen rausgeflogen ist. Das Funkgerät. Das Funkgerät befindet sich direkt unter der Schalltafel. Es ist ein Raymarine-Gerät zum Anmachen. Hier haben wir die On-Off-Taste, 3 Sekunden lang drücken, bis das System hochfährt. Wir haben einen Distress-Knopf. Im Notfall können wir also hier einfach den Knopf drücken und dann wird das GPS-Signal zusammen mit dem Notsignal gesendet. Und ja, dann haben wir hier Kanal 16, das ist der normale Notrufkanal, der sollte immer laufen.
Hier oben können wir mit dem Rädchen den Kanal ändern. Und wie wir eben schon gesehen hatten, Kanal 9 ist auch sehr wichtig. Das ist der Kanal für die Häfen. Wenn man also in den Hafen fahren möchte, bitte vorher über Kanal 9 durchfunken. Und dann hier unten können wir drauf drücken und dann je nachdem wählen, ob wir den Squelch oder das Volume bzw. die Lautstärke einstellen. Zum Ausmachen hier einfach wieder 3 Sekunden lang drücken, bis das System runterfährt. Das Musikradio. Das Musikradio befindet sich direkt neben der Schalltafel. Es ist ein Fusion-Gerät. Wir haben Bluetooth, auch die Möglichkeit, über Klinkenstecker verschiedene Wiedergabegeräte anzuschließen. Ganz einfach zum Anschalten hier die On-Off-Taste drücken, dann hier oben die Quelle wählen und über das Rädchen die Lautstärke einstellen. Der Inverter. Der Inverter befindet sich über der Schalltafel. Es ist ein 300 Watt Inverter, vor allen Dingen brauchbar, um zum Beispiel einen Laptop zu laden. Einen Föhn zum Beispiel kann man nicht anschließen. Zum Anmachen haben wir hier einfach den On-Off-Knopf einmal anschalten. Dann ist diese Steckdose aktiv. Wir haben hier auch nochmal USB zum Laden von einem Smartphone zum Beispiel. Und ganz wichtig, wenn man das Gerät nicht braucht bzw. nichts angeschlossen ist, bitte immer wieder ausmachen, da das Gerät sonst trotzdem Strom frisst. Der Generator. An Bord ist ein leistungsstarker Generator verbaut. Die Bedieneinheit befindet sich direkt an der Schalttafel, wie wir hier sehen können. Zum Anschalten ist das ganz einfach. Wir brauchen nur diese Starttaste drücken. Etwas länger, wie wir oben jetzt im Display sehen können, steht dort Start. Jetzt wird gerade der Generator vorgeheizt. Dies dauert etwas lange und jetzt springt er an. In dieser Zeit bitte immer diese Starttaste gedrückt lassen. Nun ist der Motor an. Wir können hier oben auch die Umdrehungen sehen. Und wir haben jetzt an Bord auf allen Steckdosen 220 und können auch die Klimaanlage benutzen. Zum Ausmachen dann einfach hier die Stopptaste etwas länger drücken, bis er hier dann die Stoppsequenz durchlaufen hat und dann ist der Motor wieder aus. Das können wir jetzt einmal ausprobieren. Und dies geht relativ schnell, 3 Sekunden und der Motor ist aus. Die Umschaltung für die Wassertanks. Diese Umschaltung befindet sich hinter dem Rückenpolster im Salon, direkt an der Schalttafel. Hier einfach einmal dieses Rückenpolster wegnehmen und hier unten können wir jetzt die zwei Regler für die zwei Tanks sehen, 1 und 2. Hier unten ist auch beschrieben, wie es auf ist und wie es zu ist. Also momentan ist dieser zu und dieser auf. In dem Falle einfach, wenn der Tank Nummer 2 leer ist, diesen zumachen, ganz wichtig, zumachen und dann Tank 1 aufmachen und man hat wieder Wasser. Die Seenotfunkboje. Die EPIRB befindet sich direkt über dem Kartentisch, wie wir sie hier sehen können. Es ist sehr einfach, diese auszulösen. Hier oben haben wir einfach diesen Pin, diesen muss man rüberklappen und unten drunter befindet sich ein Knopf, diesen muss man drücken. Wir empfehlen im Notfall, die EPIRB bitte mit in die Rettungsinsel zu nehmen, dann erst auszulösen und dann wird das GPS-Signal gesendet und die Seenotrettung wird auch aktiviert. Der Gasmelder. Der Gasmelder befindet sich direkt unter dem Kartentisch, wie wir hier sehen können. Wenn es zum Alarm kommen sollte, bitte diesen Alarm einfach quittieren, indem man auf die weiße Taste drückt und dann bitte einmal kurz die Gasanlage checken. Der Gasabsperrhahn. Der Gasabsperrhahn befindet sich direkt unter dem Ofen in der Pantry. Hier müssten wir einmal dieses Top aufmachen und wie wir hier sehen können, haben wir hier das gelbe Ventil. Dieses ist jetzt zu. Wenn man kochen möchte, einfach aufdrehen. Dann hat man Gas und ganz wichtig, nach dem Kochen wieder zumachen, damit man auch auf der sicheren Seite ist. Wo sich die Gasflaschen befinden, sehen wir später. Die Geber für Logge und Lot. Diese Geber befinden sich in der Vorschiffskabine auf der Backbordseite, hier unter diesem Bodenbrett. Dazu muss man einmal die Tür zumachen und dann kann man das Bodenbrett entfernen. Wir haben den Geber gecheckt. Es ist aber wichtig zu wissen, wo sich dieser Geber befindet. Die Klimaanlage. An Bord befindet sich eine komfortable Klimaanlage. Die Bedieneinheit sitzt im Salon, direkt am Salontisch. Zum Anmachen ganz einfach. Hier einfach die Power-Taste drücken, dann fährt das System hoch. Und dann können wir hier über die Temperaturknöpfe die Temperatur einstellen, beziehungsweise hier auch die Lüftergeschwindigkeit. Nach dem Segeln kann es sein, dass die Klimaanlage entlüftet werden muss. Dies kann man machen, indem man hier jetzt einmal die Polster wegnimmt, an der Bank, am Salontisch. Hier einmal aufmachen, dann hier diese Klappe wegnehmen, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und wie wir hier sehen können, haben wir hier die Entlüftung. Dann einfach die Klimaanlage anmachen und sobald die Klimaanlage an ist, hier einmal dieses Ventil aufmachen, bis hier Wasser kommt. Dann ist sie entlüftet. Es fließt dann in die Bilge, kann dann wieder abgepumpt werden. Dann hier bitte wieder einfach zumachen und danach läuft die Klimaanlage problemlos. Die Hauptschalter und Sicherung. Die Hauptschalter befinden sich in der Achterkabine auf der Backbordseite. Wie wir hier sehen können, haben wir 3 Schalter. Wir haben einmal
auf der einen Seite Motor, das ist die Starterbatterie. Dann haben wir in der Mitte schwarz, das ist Masse, brauchen wir nicht, ist eigentlich nur zu Wartungszwecken, muss immer auf On bleiben. Und dann auf der anderen Seite Domestic, das ist die Servicebatterie. Hier sollte mal an Bord irgendwas nicht funktionieren bzw. sich aufhängen, kann man einmal diesen Hauptschalter ausmachen, 10 Sekunden warten, wieder reinmachen, dann fährt das ganze System hoch und oft hat man das Problem behoben. Dann zwischen den beiden roten haben wir auch wichtig die Sicherung für die Ankerwinde. Sollte also die Ankerwinde mal nicht funktionieren, bitte als allererstes hier kontrollieren, ob diese Sicherung möglicherweise rausgeflogen ist. Und dann hier an der Seite haben wir zusätzlich auch noch eine Sicherung für die elektrische Winch. Der Dieselabsperrhahn. Auf der Steuerbordseite in der Achterkabine müssten wir hier jetzt einfach einmal diese Matratze wegnehmen. Und unten drunter haben wir ein kleines Brett, das wird zur Seite geschoben und dort sitzt der Dieselabsperrhahn. Im Notfall kann man hier einmal Diesel sperren und dann geht der Motor automatisch von alleine aus. Die Toiletten. Das Schiff verfügt über 4 komfortable Elektrotoiletten und wie wir diese bedienen, sehen wir jetzt. Wir haben 2 Schalter. Der untere Schalter hat 2 Positionen. Hier können wir frisches Wasser nachpumpen bzw. abpumpen. Wir empfehlen aber den Knopf oben. Dort passiert beides gleichzeitig. Das können wir einmal testen. Okay, das funktioniert. Und ganz wichtig, mindestens 10 Sekunden lang diesen Knopf drücken, damit auch alles in den Tank geht und nichts in den Schläuchen verbleibt. Auch sehr wichtig, bitte niemals Papier oder sonstige Dinge in die Toiletten werfen. Hier oben haben wir zusätzlich auch noch den Knopf zum Abpumpen vom Duschwasser. Die Fäkalientanks. Jede Toilette verfügt über einen Fäkalientank. In diesem Fall können wir hier einmal diese Klappe öffnen. Und dort sehen wir dann auch schon das entsprechende Ventil bzw. den Auslass. Dieses ist jetzt auf. Wenn man im Hafen oder in der Bucht ist, bitte hier einmal zumachen. Dann bleibt auch alles im Tank. Und wenn man auf See ist, dann einfach wieder aufmachen und der Tank entleert sich automatisch über die Schwerkraft. Daher auch sehr wichtig, kein Papier reinwerfen, weil sonst kann es passieren, dass die Tanks verstopfen. Die Maschine. Der Motor befindet sich wie üblich unter dem Niedergang. Hier einmal diese Klappe öffnen. Hier sehen wir auch schon die Starterbatterie und hier hinten haben wir den modernen Yanmar-Motor. Wir haben alle Füllstände gecheckt. Dort braucht man nichts machen. Öl braucht man auch nicht mehr kontrollieren. Da haben wir einen elektronischen Ölpeilstab. Und es ist einfach nur wichtig, dass man einmal am Tag reinguckt. Wenn die Bilge sauber ist, dann ist alles in Ordnung. Hier unten sehen wir auch den Impeller. Sollte es Probleme mit der Kühlung geben, am besten als erstes immer den Service anrufen. Und auch noch ein kleiner Tipp. Dort hinten sehen wir diesen roten Knopf. Der hat 2 Positionen, Run und Stop. Sollte die Maschine mal nicht anspringen, hier bitte einmal kontrollieren, ob der vielleicht auf Stop gesprungen ist. Dann einfach wieder auf die Position Run setzen und dann springt er wieder ganz normal an. Die Gasflaschen befinden sich auf der Backbordseite direkt hinter dem Steuerstand. Hier machen wir einmal diese Klappe auf und dort sehen wir die 2 Flaschen. Die angeschlossen ist möglicherweise nicht ganz voll, wir haben aber eine versiegelte volle dazugepackt. Der Plotter. Der Plotter befindet sich am Steuerstand und es handelt sich um ein Raymarine Modell der neuesten Generation. Wenn man gestartet hat, hier einmal auf Karte gehen. Dann wird die Karte geladen. Es handelt sich um ein Multitouch-System. Hier oben in weiß können wir die Position unseres Schiffes sehen. Ich kann jetzt irgendwo hingehen, dann habe ich auch den Cursor. Wenn ich möchte, kann ich rein und rauszoomen. Hier habe ich zusätzlich noch weitere Informationen, wie auch die Tiefe oder halt die Geschwindigkeit. Hier oben kann ich zurück auf die Position meines Schiffes gehen. Falls ich mal mein Schiff nicht mehr auf der Karte sehe, hier drücken, dann springt er zurück zum Schiff. Mann über Bord habe ich hier oben. Des Weiteren habe ich hier ein Menü, das können wir mal aufmachen. Hier kann ich jetzt Wegepunkte, Routen, Tracks, Ziele, alles Mögliche angeben. Und sonst rein- und rauszoomen kann ich hier unten natürlich auch über diese Tasten. Und des Weiteren haben wir hier halt noch die Möglichkeit, auch den Autopiloten einzusehen und die Ruderlage. Noch ein kleiner Tipp zum Ausschalten. Hier diese Taste drücken und dann rüberschieben. Dann öffnet sich unten die entsprechende Menüleiste, die wir jetzt hier sehen können. Dort kann ich auch die Helligkeit einstellen. Sollte ich die mal aus Versehen runtergestuft haben und ich sehe nichts mehr auf dem Display, dann bitte hier kontrollieren, dass man die auch wieder auf 100% stellt. Der Motor Start-Stopp. Die Bedieneinheit befindet sich direkt am Steuerstand unter dem Plotter. Hier zum Starten einfach die On-Off-Taste drücken, dann ist die Zündung an. Vorglühen brauchen wir nicht, also können wir gleich oben auf den Startknopf drücken. Dann startet die Maschine. Nenndrehzahl sollte immer so um die 2000 Touren sein. Bitte nicht den Motor noch höher drehen lassen. Bringt auch eigentlich nichts. Schiff fährt nicht schneller und letzten Endes verbraucht er viel mehr. Zum Stoppen einfach die Stopptaste etwas länger drücken, bis die Maschine steht.
und dann hier 3 Sekunden lang die On-Off-Taste drücken, bis die Zündung aus ist. Die Schaltung birgt keine weiteren Besonderheiten. Zum Vorwärtsgang einlegen einfach vorwärts einkuppeln, Rückwärtsgang rückwärts einkuppeln und sollte man mal die Batterie laden wollen, hier einfach einmal auf den Knopf drücken, Leerlauf, dann 1500 bis 1300 Umdrehungen, eine halbe bis Stunde laden, dann sind die Batterien auch wieder voll. Das Bugstrahlruder. Das Bugstrahlruder funktioniert nur, wenn der Motor läuft. Diesen vorher bitte immer anmachen. Zum Aktivieren des Bugstrahlruders beide Knöpfe gleichzeitig drücken, bis es piept. Nun ist das Ruder aktiviert und dort, wo man hindrückt, bewegt sich das Schiff hin. Bitte immer nur kleinere Schübe geben, sonst überhitzt das System und schaltet automatisch ab. Wenn man es deaktivieren möchte, einfach wieder beide Tasten drücken. Es piept zweimal und das System ist wieder aus. Die Ankerwinde. Die Ankerwinde funktioniert nur, wenn die Maschine läuft. Diese also bitte vorher immer anmachen. Die entsprechende Fernbedienung befindet sich vorne in dem Ankerkasten. Hier hat man die Tasten Up, Down. Ganz einfach, Down, man lässt runter, Up, wieder hoch. Die Kette hat Markierungen alle 10 Meter und beträgt insgesamt 50 Meter. Man sollte immer etwas mehr Kette geben zur Sicherheit. Das Großsegel. Es ist ein Segel verbaut mit einer sogenannten Spindel. Wie man hier sehen kann, haben wir eine Reffleine. Diese wird auf- und abgerollt. Dadurch fährt bzw. zieht man das Segel rein und kann es stufenlos reffen. Dies funktioniert kinderleicht und ist sehr komfortabel. Beim Einrollen des Segels bitte immer darauf achten, dass man keine Falten mit hineinzieht in den Mast, da man sonst Probleme haben kann beim Wieder-Rausziehen. Hier einfach straff genug reinziehen, dann sollte das keine Probleme verursachen. Die elektrische Winch. Direkt im Cockpit am Niedergang haben wir hier die Bedieneinheit für die elektrische Winch. Einfach diesen Knopf drücken und wie wir sehen können, die Winch funktioniert. Die Außendusche. Die Außendusche besteht aus einem Duschkopf. Dieser ist ausziehbar und einem entsprechenden Ventil. Dieses kann man auf- und zumachen und hier drüber auch die Temperatur regeln. Es ist wichtig, dass dieses Ventil immer zugemacht wird, da sonst Druck auf dem Duschschlauch ist und dieser tropfen kann. Dies würde dann den Wassertank entleeren. Die Badeplattform. Die Badeplattform ist nicht elektrisch, sie ist manuell, trotz der Größe. Das ist natürlich dann sehr einfach, auch von der Bedienung her. Hier unten haben wir die Möglichkeit zu entriegeln. Und dann haben wir hier drüben, da wo auch die Gasflaschen drin waren, haben wir die entsprechende Leine zum Runterfieren und auch wieder zum Hochfieren. Ganz wichtig, bitte immer wieder verriegeln, dass wir halt nicht dann irgendwo das Problem bekommen, dass wir beim Segeln hinten die Klappe sich löst. Dann zusätzlich haben wir hier noch die Gangway. Ganz wichtig, auch beim Segeln hier bitte aushängen und dann seitlich an der Reling festmachen, da sie sonst hier hinten rumschlagen würde und möglicherweise Schäden verursacht. Die Landstromkabel. Das Schiff hat 2 Kabel, einmal eins fürs normale Landstrom und zusätzlich noch ein Kabel für die Klimaanlage. Also wichtig, immer beide Kabel anschließen. Der Außenborder. Der Außenborder ist als optionales Extra erhältlich. Es handelt sich um einen 4-Takt-Außenborder. Dieser funktioniert mit bleifrei. Er wird voll übergeben. Zusätzlich gibt es einen roten Kanister mit Ersatzbenzin. Dieser befindet sich in der Bugskiste. Zum Starten des Motors einfach hier oben 3 Umdrehungen für die Entlüftung. Hinten an der Seite haben wir den Benzinhahn. Diesen aufmachen. Gucken, dass der Hebel auf der Neutralstellung steht. Er hat 2 Positionen, neutral bzw. in dieser Stellung Vorwärtsgang. Rückwärtsgang gibt es nicht. Dann hier einmal den Schock rausziehen, wenn der Motor kalt ist. Hier auf die Startstellung, dass die Einkerbung auf der Startstellung steht. Gucken, dass der Totmannschalter richtig sitzt. Und nun können wir den Motor starten. Am Rückgabetag müssen Sie spätestens um 17 Uhr zurück im Hafen sein. Bitte bedenken Sie, dass es sehr viele Schiffe gibt, die um diese Uhrzeit zurückkommen. Daher ist es sinnvoll, etwas früher hier zu sein. Bevor Sie an Ihren Liegeplatz fahren, bitten wir Sie, kurz an der Tankstelle anzuhalten, damit wir den Diesel volltanken können. Einer unserer Mitarbeiter wird Ihnen dann behilflich sein und das Schiff an den entsprechenden Liegeplatz bringen. Und somit kommen wir zum Ende dieses Erklärvideos. Bitte schauen Sie sich nochmal den Ventilplan an und checken Sie die Ausrüstung gründlich durch. Danach können Sie nochmal bei uns im Stegbüro vorbeikommen. Sollte es noch Fragen geben, begleitet Sie ein Techniker und wird diese beantworten. Danach können Sie auslaufen. First Class Sailing wünscht Ihnen viel Spaß.